Willkommen bei einem neuen Video von Stereotec. Heute nehme ich Sie mit auf eine Reise in High-End-Kopfhörermarkt mit diesem Köfferli hier. Und zwar reden wir über ein neues Produkt von der Firma Mese Audio. Sie sehen vor mir auch noch andere Produkte von der Firma Mese Audio. Und ich werde das ein bisschen versuchen einzuordnen. Das ist ein neuer High-End-Kopfhörer, der heisst Mese Elite. Wir werden heute über die ersten Klangeindrücke reden von mir. Wir haben das Produkt erst seit wenigen Tagen. Es ist erst seit wenigen Tagen rausgekommen. Es ist gar noch nicht offiziell verfügbar. Aber ich werde die ersten Klangeindrücke mal mit Ihnen teilen und wir werden heute auch diskutieren, was sind gute Kombinationsmöglichkeiten und für wen könnte so ein High-End-Kopfhörer das passende Produkt sein. Wenn Sie das erste Mal bei uns im Channel sind, dann bitte ich Sie, das Video zu liken. Das hilft uns, dass wir auch in Zukunft solchen Content bringen können. Tun Sie die Notifications abonnieren in YouTube, dann werden Sie immer informiert, wenn neue Videos von uns rauskommen. Also, heute nehme ich Sie mit auf eine Reise in den High-End-Kopfhörermarkt. Und zwar in diesem Koffer drin habe ich den neuen Mese Audio Elite. Das ist das Produkt, das ich hier in der Hand habe. Mese Audio hat ja bereits einen sehr guten Kopfhörer, der von vielen als der beste Kopfhörer derzeit auf dem Markt geratet wird. Das ist der Mese Empyrean, den Sie hier von mir sehen. Und jetzt ist also Mese Audio mit einem neuen Kopfhörer rausgekommen, der noch über dem Produkt liegt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir waren ein bisschen überrascht, dass Mese Audio über dem Empyrean noch etwas bringt. Aber ich habe letzthin einen interessanten Kommentar gehört von einem Reviewer, der gesagt hat, es ist eigentlich erst dann, wenn man ein besseres Produkt hört, dass man sich überhaupt vorstellen kann, was noch könnte besser sein. Also man hat daheim einen guten Kopfhörer, man ist eigentlich happy damit. Man kann sich gar nicht vorstellen, was eigentlich noch möglich wäre, bis man es dann einmal gehört hat. Und so ist es uns ein bisschen gegangen mit dem Mese Elite, den ich jetzt hier in der Hand habe. Ich tue den jetzt mal, bevor er runtergeht, hier auf den Ständer, dass Sie den ein bisschen sehen. Ich werde vielleicht zum Einleiten mal ein etwas erzählen über die Geschichte von Mese Audio. Mese Audio ist ein Newcomer, die haben vor 10 Jahren eine Firma gegründet. Hinter Mese Audio steht Antonio Mese, er ist ein Produktdesigner und er hat angefangen eigentlich mit Kopfhörern im 300-Franken-Bereich zu experimentieren, was Produktdesign angeht, aber auch was Klangliche angeht. Das ist der Mese 99 Classic. Der ist seit einigen Jahren, nicht ganz seit dem Anfang, aber seit einigen Jahren, ich schätze um die 8 Jahre, auf dem Markt und gilt immer noch als einer der besten Kopfhörer im Preisbereich um die gut 300 Franken. Das zeigt schon ein Teil von der Philosophie von Mese. Mese Audio ist nicht ein Hersteller, der alle halbe Jahre etwas Neues herausbringen muss und das Alte wieder deklassieren muss, einfach um Modellpflege zu machen, um immer wieder etwas Neues zu haben. Sondern Mese Audio ist ein Hersteller, der ein Produkt entwickelt, sich lange Zeit nimmt, dann auf den Markt bringt und dann ist das auch dann lang auf dem Markt unverändert. So war es auch bei Mese Empyrean. Das ist ein Kopfhörer, der das Zehnfache kostet vom 99 Classics, der eben von vielen Reviewern auch als einer der besten Kopfhörer angeschaut wird. Der ist jetzt seit 2018 auf dem Markt, also auch schon eine Weile. Andere Hersteller hätten da schon längst wieder eine neue Version herausgebracht, einfach um Modellpflege zu machen. Mese Audio geht den Weg nicht und das ist etwas, was wir sehr begrüßen. Also wir haben lieber ein Produkt, das gut ist, das verhebt, das erst dann rauskommt, wenn es wirklich fertig ist und das dann aber auch für eine längere Zeit im Markt ist. Also wir haben lieber den nachhaltigen Ansatz, den Mese Audio da wählt. Jetzt offen gestanden, das hat uns effektiv überrascht, dass über dem Empyrean jetzt noch ein teures Produkt kommt. Wir hätten eher damit gerechnet, dass da zwischendrin noch etwas kommt. Das kommt vielleicht irgendwann einmal. Aber Mese Audio ist ausgezogen und hat irgendwo durch das Potenzial gesehen,
um noch mehr rauszuholen. Jetzt im High-End-Kopfhörerbereich, das wissen Sie, die solche Videos schauen, bestimmt, da ist über die letzten Jahre sehr vieles entstanden. Also es sind sehr viele neue Anbieter auf den Markt gekommen. Es hat eine Tendenz gegeben zu immer teureren und teureren Produkten. Das darf man auch offen sagen. Durch das ist der Markt fragmentiert worden. Wir haben auch festgestellt, dass Anbieter, die bis jetzt noch mit Kopfhörern überhaupt nichts zu tun hatten, also Hi-Fi-Hersteller, die jetzt gesehen haben, da ist ein Trend, da wollen wir auch ein Stück vom Kuchen, wo dann in den Markt reingegangen sind, mit eigenen Produkten. Das Beispiel ist Focal. Wir haben uns entschieden, vor einigen Jahren, dass wir unser Sortiment nicht vergrössern, so wie sich der Markt vergrössert, sondern im Gegenteil, dass wir unser Sortiment verkleinern. Wir haben bis vor etwa 7 Jahren haben wir vermutlich das grösste High-End-Kopfhörersortiment in der Schweiz vorführbereit gehabt. Sie sehen, ich tue noch schnell ein Bild einblenden, dass Sie sehen, wie das bei uns aussieht. Wir haben so ziemlich den ganzen Markt damals abgedeckt. Das wäre heute nicht mehr möglich, weil es einfach viel, viel mehr Anbieter gibt. Und es wäre irgendwo auch nicht, es entspricht auch nicht unserer Philosophie. Wir wollen aus dem Markt raus einfach die Produkte auslesen, die uns wirklich am Herz liegen. Und eine Selektion treffen und die ihnen anbieten, anstatt alles zeigen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, okay, was ist denn jetzt so speziell an dem Mese Audio, dass wir das aufgenommen haben ins Sortiment? Und das kann man eigentlich in einem Wort zusammenfassen, was so speziell ist am Mese Audio. Rinaro. Rinaro ist die Firma, die hinter diesen Magnetostaten steht. Also das ist die beiden Kopfhörer sind nach einem magnetostatischen Prinzip aufgebaut. Und Rinaro ist die Firma, die hinter dem technischen Teil steht von Mese Audio. Also man kann sich das, oder ich stelle mir es zumindest so vor, dass Mese Audio in erster Linie das Produktdesign macht und Rinaro der technische Teil von diesen Kopfhörern. Jetzt Rinaro ist eine Firma, die seit Jahrzehnten forscht und entwickelt, genau in diesem Bereich. Also nicht erst seit 10 Jahren, wo die Magnetostaten langsam aufgekommen sind, mit Firmen wie Odyssey, mit Hi-Fi-Man und so weiter, sondern Rinaro ist ja viel länger am Entwickeln im magnetostatischen Bereich und ist heute das Kompetenzzentrum weltweit für diese Technologie. Rinaro ist eine Firma, die auch für andere Hersteller entwickelt. Sie halten sich sehr bedeckt, wer das ist, aber es braucht nicht wahnsinnig viel Fantasie, um herauszufinden, wer das ist. Und Rinaro ist jetzt das erste Mal mit einem Empyrean, also mit einem Produkt von Mese Audio, in den Vordergrund treten und mit einem eigenen Namen auftreten am Markt. Und ich finde, das will auch schon einiges aussagen. Also Rinaro tut jetzt Technologie so weit eben auch weiterentwickeln, dass sie auch mit ihrem eigenen Brand rauskommen und eben zeigen, dass sie hinter diesen Produkten stehen. Das ist etwas, das haben wir bereits besprochen beim Empyrean in dem Video dort. Und man sieht jetzt auch, dass da technologisch einiges nochmal gegangen ist. Ich will nicht allzu sehr jetzt aufs Technische eingehen. Sie finden auf der Webseite von Mese Audio ein bisschen Informationen, eben was eingeflossen ist in das Produkt. Also das ist eine technische Weiterentwicklung eigentlich vom Empyrean, kann man sagen. Ich werde Ihnen mehr in diesem Video ein bisschen, meine Eindrücke sagen, was uns klanglich da also aufgefallen ist, als wir das gehört haben. Wir haben das Produkt über mehrere Stunden getestet bei uns. Natürlich im Vergleich zum Empyrean, aber auch im Vergleich zu anderen Produkten. Und ich muss echt sagen, ich bin relativ beeindruckt gewesen. Also ich muss vielleicht so sagen, ich bin sehr kritisch gegenüber so teuren Produkten. Das ist mal das eine. Also je teurer das Produkt ist, umso genauer schauen wir her. Aber ich bin dann trotz eigentlich dieser kritischen Grundeinstellung relativ beeindruckt gewesen, was da klanglich noch gegangen ist. Und eben, ich habe es eingangs im Video gesagt,
Bis man nicht einmal etwas Besseres gehört hat, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, oft, was eigentlich noch könnte verbessert werden. Wenn aber das Produkt dann da ist und man vergleicht es eben mit einem Empyrean beispielsweise oder mit anderen Produkten, dann merkt man plötzlich, aha, okay, da ist noch mal einiges gegangen. Ich würde den Klang von dem Produkt so beschreiben, dass da noch mal ein Zugewinn passiert ist an Homogenität. Das ist ein Wort, das Sie oft hören von mir. Wir haben so ein bisschen die Philosophie, dass wir nach Produkten suchen, die sehr homogen sind, also unverfärbt. Weil das gibt ihnen den Benefit, dass sie können räumlich hören können. Und genau das ist das, was da passiert ist. Also wenn man einen vergleicht mit einem Empyrean. Beim Empyrean sagen wir unseren Kunden immer, und korrigiert mich, wenn ein Kunde von uns das jetzt schaut und ich es ihm nicht gesagt habe, aber ich bin mir fast sicher, wir haben jedem Kunden das gesagt, das Produkt ist nicht frei von Verfärbungen. Das hat ein bisschen einen eigenen Sound. Er macht das sehr gekonnt. Er hat ein bisschen eine Verfärbung im Bassbereich, er hat auch ein bisschen Verfärbung im Stimm-, im Hochtonbereich. Er ist ein bisschen soundig, der Empyrean, aber er macht das auf eine sehr gekonnte Art und Weise. Und deshalb ist er ja auch so ein Erfolg geworden. Und viele Leute schätzen eben genau das an einem Kopfhörer, dass er einfach musikalisch ist, eine Freude ist zum Hören. Aber das Produkt ist nicht frei von Verfärbungen. Und das ist eigentlich das, was ich als Hauptunterschied jetzt anschaue zum Elite. Wenn ich ihn vergleiche mit dem Elite, muss ich sagen, all die Verfärbungen, die uns da immer schon aufgefallen sind, die wir auch mit unseren Kunden besprochen haben, die sind da weg. Also man hat da nicht das Gefühl, dass irgendwie im Bass irgendetwas eingegriffen worden ist. Der Bass ist sauberer. Ich würde eigentlich sagen, das Wort, das er am besten beschreibt, insgesamt ist, er ist einfach weitläufig. Und zwar in jeder Dimension. Also wenn Sie ich wehre mich so gegen die Auseinanderdividierung von Bass, Mittelton, Hochton, aber mangels besseren Argument würde ich es eigentlich so jetzt sagen. Oder wenn Sie etwas hören, eine Aufnahme, die tiefer Bass hat, sind einfach das Gefühl, der geht abgrundtief runter. Also eine Weitläufigkeit gegen unten. Sie haben genauso eine Weitläufigkeit gegen oben im Hochtonbereich. Sie haben eine Weitläufigkeit, auch was die räumliche Darstellung angeht. Man hat einfach irgendwie das Gefühl ein bisschen von Grenzenlosigkeit. Und man sieht irgendwo durch, wenn man das Produkt vergleicht mit dem Empyrean, dann sieht man eindeutig, wo bei diesem Produkt eben noch die gewissen Verfärbungen drin waren, die da jetzt entfallen. Was allerdings geblieben ist, trotz allem, ist Musikalität. Also es hat mir sehr, sehr viel Spass gemacht, die unterschiedlichsten Genres zu hören auf dem Kopfhörer. Er hat mich nie ermüdet. Im Gegenteil, ich hatte immer Lust gehabt, um ein bisschen mehr aufzudrehen. Das ist oft ist das Gegenteil der Fall, nämlich eben, wenn ein Kopfhörer irgendwo verfärbt oder zu hell ist oder einfach Fehler macht, dann hat man eher Tendenz zum Abschrauben. Das habe ich da nicht gehabt. Ich habe eher Tendenz gehabt zum Aufschrauben, zum einfach noch mehr erleben von dem, was der Kopfhörer mag bieten. Ich habe gesagt, ich habe die unterschiedlichsten Genres gehört. Ich habe angefangen mit Flöten. Das ist etwas, das sehr, sehr nervig kann sein auf einem Kopfhörer. Aber da ist das einfach fein aufgelöst, man hat Detail gehört, aber es ist nie nervig geworden. Man hat einfach Detail von dieser Aufnahme gehört. Ich tue dann nachher noch das Bild einblenden. Das ist übrigens das Album, wo jede Band Tonzelle, also vom Plattenspielerbereich, eingespielt wird damit und getestet wird vom Herrn Lukaschek. Also das Album hat eine gewisse Berühmtheit, so ein bisschen für Insider. Ich habe danach ganz unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe einen grossen Chor gehört mit Orgeln, ich habe Klassik gehört, ich habe Rock gehört, Fink selbstverständlich. Ich habe sonst so ein bisschen Alben wahllos aus meiner persönlichen Playlist gehört. Das Thema Weitläufigkeit, das ist das, was ich eigentlich überall gesehen habe. Also Weitläufigkeit in jeder Dimension. Abgrundtief, abgrundhoch, sehr, sehr weit zeichnet. Und das beweist eigentlich nochmal das, was wir immer sagen, die Homogenität ist der Schlüssel zu Raum, also zu
zu einer räumlichen, schönen Abbildung. Ich habe überhaupt keine Überzeichnungen festgestellt, also auch im Hochtonbereich nicht. Die sagen ja da eine wahnsinnige Zahl, wie hoch dass der Kopfhörer mag auflösen. Das habe ich festgestellt. Der geht wirklich, also er löst wirklich traumhaft auf und tut auch den Hochton ausleuchten. Aber er macht das nie mit einer Überzeichnung, also nie mit einer Betonung, sondern man hört einfach das, was da ist auf der Aufnahme, völlig unbeeindruckt eigentlich von dem, was präsentiert wird. Und ja, ich habe sehr lange damit gehört, ich habe sehr viel Spass gehabt damit. Und ich denke, das ist etwas, wo gute Alternative effektiv kann sein kann. Wenn man jetzt am Abend Musik hören will oder auf Reisen will, die Musik hören in bester Qualität, dann ist das eine traumhafte Geschichte, das so können zu erleben. Und es war auch ein Erlebnis für mich. Reden wir vielleicht gerade darüber, für wen so ein High-End-Kopfhörer ist. Also Kunden, die sagen wir, einen Empyrean kaufen oder eben so einen Elite kaufen, das sind Leute, die sagen, okay, vielleicht Familienväter, die am Abend trotzdem noch Musik hören wollen, obwohl die Kinder bereits im Bett sind. Und das einfach in wirklich guter Qualität, zum Runterfahren, zum Geniessen. Das sind Leute, die sich so ein Kopfhörerset kaufen, dass am Abend eine Familie im Bett ist oder die Kinder im Bett sind und die Frau, die etwas anderes macht, Fernsehen schaut oder was auch immer, dass man da sich ein bisschen zurückziehen kann und effektiv auf ganz intime Art und Weise kann, Musik hören. Leute, die viel reisen, gibt's, sollen sie auch wieder geben dann irgendwann. Im Moment gibt es das nicht so viel, aber Leute, die viel unterwegs sind im Hotelzimmer, das kombiniert mit einem portablen Player, da können sie auch im Hotelzimmer sehr, sehr auf gutem Niveau hören. An Leute, die mir auch viel so etwas verkaufen, sind Studenten effektiv. Studenten, die den Anspruch haben, High-End-Musik zu hören, aber vielleicht noch in einer WG wohnen. Und nicht, oder wollen unabhängig natürlich von ihren Wegepartner Musik geniessen oder eben auch noch nichts Budget haben für eine grosse High-End-Anlage. Sagen, okay, ich investiere lieber in einen Kopfhörer, in einen guten Kopfhörerverstärker, das ist irgendwo noch überschaubar, aber ich kann trotzdem auf High-End-Niveau das geniessen, ganz allein, ohne irgendjemanden zu stören. Reden wir über Kombinationsmöglichkeiten und da muss ich etwas jetzt noch betonen bei diesem Magnetostat. Das ist ein Magnetostat, der sehr, sehr anspruchslos ist an Verstärkerleistung. Das ist ein 32 Ohmer, das heisst, der läuft auch an einem portablen Player sehr gut. Also eben, wenn Sie jetzt so ein Geschäftsmann sind und sagen, okay, ich bin manchmal in Asien unterwegs oder anderswo auf der Welt, ich möchte im Hotelzimmer gut können Musik hören, dann können Sie gut einen portablen Player nehmen, à la Astel und Kern oder was auch immer, und den Kopfhörer damit betreiben. Sie werden selbstverständlich nicht das volle Potenzial ausschöpfen mit einem Astel und Kern von dem Kopfhörer. Das geht nicht, aber Sie werden ihn gut können antreiben, weil der Kopfhörer sensitiv genug ist und mit solchen auch portablen Player können schlagen kommen. Was für uns noch interessanter ist, ist das Gerät, das nebendran steht. Das kennen Sie sicher, wenn Sie unsere Videos schon ein bisschen schauen. Das ist der Felix Euphoria. Das ist ein Kopfhörerverstärker, den wir lieben. Ich halte ihn für einen der besten Kopfhörerverstärker auf dem Markt. Das ist ein Röhrengerät. Er treibt den Elite und auch den Empyrean sensationell gut an, souverän. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie die Röhren Mühe hätten, die Kopfhörer anzutreiben. Das kommt nicht von ungefähr. Das hat eben mit der Impedanz zu tun, auch von diesen Kopfhörern. Ich betone das deshalb so, weil das nicht selbstverständlich ist. Es gibt einen gewissen chinesischen Hersteller, den ich da nicht namentlich erwähnen will, der Kopfhörer genau auf der anderen Seite des Spektrums baut, die sehr schwierig anzutreiben sind. Und das schränkt sie einfach massiv ein, oder? Die können Sie nicht an so einem guten Röhrengerät betreiben. Sie können auch nicht so gut an einem Portablen betreiben. Darum, ich finde das sehr schön, dass Mese Audio den Weg geht, eben jetzt da mit diesen 32 Ohm, um eben eigentlich zu ermöglichen, dass man auch unterwegs kann hören kann. Und den kann mitnehmen, da mit dem Köfferli, der dabei ist. Zum Technischen habe ich nicht viel gesagt, absichtlich. Ich bin nicht der Entwickler von dem Produkt.
Darum kann ich da eigentlich nur das weitergeben, was Mese Audio offiziell publiziert. Aber ein Aspekt bei der Technik ist uns extrem wichtig, speziell bei so einem teuren Kopfhörer. Der Kopfhörer ist entwickelt, dass man jedes Teil kann ersetzen und kann einen Service bieten, sollte so einen Kopfhörer mal einen Support brauchen. Und ein Kopfhörer, das gibt es, der kann ab und zu vielleicht einmal Support brauchen. Wir haben bis jetzt Holzanlagen bei Mese nie eine Reparatur gehabt, aber wir sind für den Fall vorbereitet. Oder sollte es mal nötig sein, dass man eben irgendein Teil ersetzt, der ist so konzipiert, dass man gut Service machen kann bei diesen Produkten und dass eben, wenn so ein teurer Kopfhörer mal einen Support braucht, dass man den Support auch geben kann. Mese Audio hat vor Ort eine Infrastruktur, dass man eben auch Support bieten kann. Es ist da nicht so, dass eben so ein Kopfhörer muss zurückgeschickt werden auf China, dass der dort geflickt wird und dann wieder daher geschickt werden nach Europa und dann auf dem Weg womöglich der nächste Schaden sich noch eingefangen hat. Also das ist uns speziell auch in dieser Preisklasse extrem wichtig und auch da sieht man, dass Mese das ernst nimmt und da ein Augenmerk darauf gelegt hat, in der Art und Weise, wie der Kopfhörer aufgebaut ist, eben, dass man auch Support bieten kann. Eben, wir empfehlen, den Kopfhörer mit einem qualitativ sehr, sehr guten Kopfhörerverstärker zu kombinieren. Unsere Empfehlung liegt ganz klar da. Ich finde, das ist eine traumhafte Kombi. Auch da kann ich mir nicht vorstellen, wie es noch könnte besser sein. Aber vielleicht werde ich eines Tages eines Besseren belehrt. Aber Spass beiseite. Wir haben einen sehr guten Überblick über den Markt. Wir haben auch sehr viele Produkte schon da, schon getestet und so weiter. Und wir haben die Philosophie, effektiv einfach auszuwählen. Das heisst aber natürlich nicht, dass wir nur die Produkte kennen, die wir da haben, sondern dass wir aus dem Markt einfach das auswählen, was uns am besten zusagt. Jetzt für Leute, die noch ein bisschen mehr rausholen, einfach noch am Schluss, habe ich da noch eine Empfehlung. Das ist ein Kabel von der Firma Cardas. Das ist noch ein möglicher Upgrade. Mese Audio tut ein sehr gutes Kabel beilegen. Ich glaube sogar zwei, wenn es mir recht ist, in verschiedenen Längen. Aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich meinte, es sind zwei dabei. Aber nichtsdestotrotz, wir haben oft Kunden, die sagen, ja gut, kann ich beim Kabel noch etwas rausholen, wenn ich mich da schon in dem High-End-Bereich bewege? Und die Antwort ist ja. Ich finde das Cardas Clear, das ist, auch da muss man sagen, ist eines der besten Kabel, was ich bis jetzt gehört habe im Kopfhörerbereich. Das kostet Geld, ist ein teures, aber es ist meiner Meinung nach auch der Wert, gerade wenn man sich da will, eben in dem High-End-Bereich bewegen und wirklich auch noch so die letzten paar Prozent rauskitzeln will. Dann ist das unsere Empfehlung. Das ist ein Kabel, das wir hier haben, das man bei uns auch ausprobieren kann. Und das wir für Sie dann individuell würden konfektionieren lassen von Cardas, wenn Sie so etwas wollen. Ja, jetzt sind wir am Schluss von unserem Video. Ich habe Ihnen versucht, meine ersten Höreindrücke zu dem High-End-Kopfhörer, der meiner Meinung nach wirklich raussticht. Und zwar deshalb raussticht, weil einfach das Kompetenzzentrum Rinaro dahinter steht. Oder nur noch eine kurze Klammer, das habe ich auch schon öfter gesagt im Video. Eigentlich ist es relativ simpel im HiFi-Markt. Es sind immer die Produkte, die rausstechen, wo sehr viel Eigenentwicklung reingeflossen ist. Weil dann können sie sich abheben von der Masse. Das ist der Grund, wieso uns das so also überzeugt, weil da Rinaro dahinter steht. Das ist das Kompetenzzentrum für Magnetostaten. Jetzt, wenn Sie einen Kopfhörer suchen, in diesem Preisbereich, im High-End-Bereich und ein sehr homogenes, sehr ausgewogenes Klangbild suchen, das sehr, sehr viel Spass macht, sehr ein Klangbild ist, wo Sie sehr lang können, unangestrengt hören können. Wenn Sie etwas suchen in diesem Bereich, dann lade ich Sie ein, kommen Sie zu uns nach Uster. Wir haben den Mese Elite hier in der Ausstellung, wir haben den Empyrean hier in der Ausstellung, wir haben auch den Klein 99 Classic, der in seinem Preisbereich von 300 Franken herausragend ist, haben wir immer da. Wir haben vielleicht noch ein Wort zu dem Thema Verfügbarkeit, das Produkt auch vorbestellt, dass wir es dann Lager haben. Erfahrungsgemäß ist auch da Mese Audio
langsam in der Produktion. Also die geben sich sehr viel Mühe, das wird sehr langsam produziert, getestet und so weiter. Also es kann gut sein, dass es da Wartezeiten wird geben. Wir versuchen immer wieder genug zuzukaufen, dass wir Lager haben, aber ich kann es Ihnen nicht versprechen. Also da würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie so etwas wollen, dann auch nicht zu lange zuwarten. Wenn es Lager ist, ist es Lager, aber es kann dann auch gut sein, dass es mal wieder Wartezeit gibt. Wie auch immer, ich lade Sie ein, das Produkt auf jeden Fall zuerst mal bei uns zu hören. Das muss man selber erlebt haben, um eben zu verstehen, was eigentlich noch möglich ist im Kopfhörerbereich. Wir führen es hier vorführen an den Felix Audio Verstärker. Wir haben dann andere Verstärker von anderen Marken da. Da lade ich Sie mal, wirklich ein herausragendes Produkt bei uns kennenzulernen. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank und bis bald.